Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr gesehen habt, sind wir mit einem Hänger Schotter unterwegs und einer Rüttelplatte. Heute gehe ich mal hier dran. Ich habe über Winter diesen Weg hier ziemlich kaputt gefahren und den will ich jetzt mal ein bisschen reparieren. Ich habe Schotter geholt und habe jetzt gerade den Anhänger abgehängt, weil guckt mal hier, das ist echt Katastrophe hier, was da Riefe drin sind. Und ja, das will ich wenigstens das Stück hier mal reparieren, weil hier ist noch eine private Einfahrt und die Leute wollen da mit einem Wohnmobil rein und rausfahren. Und ja, das ist jetzt hier nicht möglich. Deshalb wird das jetzt mal in die Reihe geschafft hier. Ja, ich habe den Anhänger abgehängt und jetzt laden wir noch die Rüttelplatte aus vom Frontlader. Und dann probiere ich das mal mit dem Frontlader, mal so die Spitze bis hier wegzunehmen. Mal gucken, wie das klappt. Weil jetzt ist es schon wieder fast zu trocken, aber wir probieren es aus, dass ich das alles ein bisschen abziehe hier, die ganze Spitze und dann die Löcher mit Schotter auffülle. Ja, bei mir wird es nie langweilig. Und ja, wenn wir das gemacht haben, dann fahren wir nach Hause und dann gucken wir mal nach unserem Einachser. Ihr habt ja mitbekommen im letzten Video, dass sich da die Zapfwelle nicht einschalten ließ. Da hat sogar aus dem Gehäuse gequalmt irgendwann. Also ich will, bevor ich den einschicke oder abholen lasse, will ich mal oben den Deckel aufmachen und mal reingucken, was da los ist. Vielleicht ist es nur was Simples und wir kriegen das repariert, weil ich den dringend eigentlich bräuchte zum Arbeiten. Weil wir ja unten den Kartoffelacker, wo wir die Kartoffeln drin hatten, haben wir ja mit dem Tiefenlockerer bearbeitet. Und ich würde da gern fräsen, und zwar mit dem Großen, mit der alten Hagorette. Ey, das ist wieder eine Quälerei. Und ja, also wie gesagt, wir gucken jetzt mal, dass wir den Weg hier ein bisschen repariert kriegen. Und dann fahren wir heim und dann schauen wir mal nach dem Einachser. Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit und ich brauche den nicht abholen zu lassen bzw. wieder einzuschicken. Ja, also ich lade jetzt mal die Frontlader aus und dann gucken wir mal, dass wir hier das vielleicht mit dem Frontlader alles ein bisschen glatt gezogen bekommen. Und dann kann ich wieder 2 Tonnen Schotter scheppen und dann rundeln wir das alles ein bisschen ab und schauen dann mal, ob man den Weg dann bis davor wieder befahren kann. Ich lass mal wieder einen Zeitraffer laufen und ja, let's go.
mir das mal einigermaßen abgezogen. Ihr habt es ja gesehen. Jetzt sind auf jeden Fall schon mal die tiefen Furchen weg. Und jetzt habe ich den Anhänger angehängt. Und jetzt habe ich hier überall, wo noch so kleine Furchen sind, wie jetzt zum Beispiel hier, schäppe ich überall noch Schotter rein und dann rütteln wir das ein bisschen ab und dann kann man hier wieder mit dem Wohnmobil fahren. Dann ist wieder alles hübsch und da hinten bei uns ziehe ich nachher auch noch ab. Dann, aber da wird kein Schotter mehr dafür übrig sein. Ja, ich würde sagen, das hat besser geklappt, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit dem Frontlader so schön alles abgezogen kriege, weil das da schon ziemlich fest und hart und trocken war. Aber hat besser geklappt als gedacht. Jetzt schäppe ich noch 2 Tonnen Schotter vom Hänger und dann rütteln wir das Ganze ab. So, jetzt haben wir hier den Schotter ein bisschen verteilt. Jetzt schmeiße ich die Rüttelplatte an und da wird das alles noch ein bisschen abgerüttelt und dann ist das gut. Dann kann man hier wieder mit Pkw und Wohnmobil fahren. Alles gut jetzt. Das sind noch ein klein bisschen hier, ein bisschen Welle drin, aber das geht, da kann man fahren. Ich rüttel das jetzt alles noch ein bisschen ab. Und dann ist das wieder fein hier. Ja, hat super geklappt bis jetzt. Ich schmeiße jetzt die Rüttelplatte an, dann rüttel ich das noch ein bisschen schön ab. Es ist auch schon wieder spät, es wird schon wieder dunkel. Ja, und dann haben wir das schon geschafft. Dann haben wir mal einen Weg gebaut oder repariert. Ja, also ich schmeiße jetzt die Rüttelplatte an und dann rütteln wir hier noch ein bisschen. Es geschafft. Hier ist alles wieder hübsch. Hier kann man jetzt mit dem Wohnmobil fahren. Absolut top. Jetzt bin ich auch Straßenbauer. Ja, das hat jetzt ganz gut geklappt. Aber ich zeige euch gerade noch was, bevor wir jetzt heimfahren. Schaut mal, ich glaube, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Gell? Ich habe diesen Anhänger, den habe ich geschenkt bekommen. Das ist ein alter Mistwagen. Der ist zwar ja ziemlich fertig. Hier, Moment, zeig's euch mal. Der ist ziemlich fertig, aber da schneide mir das ganze Blech, das schneide mir raus, weil die Achsen und so weiter ist alles noch gut. Die Reifen halten die Luft und da bauen wir einen mobilen Ziegenstall drauf. Dann kann ich den nämlich immer schön auf irgendwelche Weiden stellen, wo ich gerade beweide. Ich weiß, man braucht viel Fantasie. Der ist ziemlich durch, aber die Substanz ist okay. Da können wir drauf aufbauen
Und das schneide mir einfach alles raus. Ich habe mir ja einen Plasmaschneider zugelegt und damit schneide mir einfach rundidum der ganze Kram raus. Und da hole ich mir noch eine andere Stütze, weil die ist auch kaputt. Und ja, dann wird das ein mobiler Ziegenstall, den wir immer schön einsetzen können. Ja, dann würde ich sagen, ich packe mal das ganze Geläsch wieder zusammen, hänge der Anhänger an und dann fahren wir heim und dann schauen wir mal nach dem Einachser. Vielleicht kriegen wir den ja auch noch hin, dass der funktioniert, weil den bräuchte ich schon drüben am Kartoffelacker, weil der ist jetzt schön abgetrocknet. Ach komm, wir gehen mal gerade rüber. Der ist jetzt richtig schön abgetrocknet und den könnten wir jetzt fräsen und die ganzen die bestellten Pflanzkartoffeln habe ich auch alle schon bekommen. Die sind schon am Vorkeimen. Und ja, weil dann könnten wir nämlich, gleich sind wir da, dann könnten wir nämlich, ihr seht, das ist richtig schön abgetrocknet und da könnten wir jetzt komplett fräsen, bis da runter alles. Und ja, ich denke, dass man Kohl und so weiter auch schon rauspflanzen kann jetzt. Da passiert jetzt nicht mehr viel von der Kälte her. Wir haben heute auch schon die größeren Tomatenpflanzen auf dem Tisch, also nicht auf dem Boden, dass die keinen Bodenfrost abkriegen. Wir haben die auf den Tisch gestellt, schon in den Folientunnel, haben wir rausgestellt. Und ja. Ich denke, das geht bald los, dass wir im Garten alles einpflanzen können. Und da wäre es schon schön, wenn die Fräse funktionieren würde, also der Einachser und auch der Mulcher, weil ich den Mulcher auch unbedingt brauche, weil ich da hinten, guck mal, da ist noch so eine Hecke. Seht ihr da? Und da habe ich einen Zaun drumherum gebaut, also vorne dran vorbei. Und die Ziegen essen doch so gerne Brombeerhecken. Und da könnte ich, wenn der Mulcher funktioniert, einfach hier hinten dran vorbeifahren. Und da könnte man den Zaun quasi hinter die Hecke stellen. Und da können die Ziegen die Hecke gerade abfressen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es hin. Wir probieren es. Wir gucken uns nachher mal das Gerät an. Wenn jetzt mechanisch nichts kaputt ist, dann müssten wir es eigentlich hinbekommen. So, und jetzt packe ich meinen Kram zusammen und dann fahren wir nach Hause. So, meine Lieben, jetzt sind wir zu Hause. Es ist zwar schon wieder ein Tag später. Ja, weil gestern Abend war es ja dunkel, als wir mit dem Weg fertig waren. Ja, da haben wir die Übeltäter hier. Komm, wir gucken mal zusammen. Also, mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Guck dir mal hier, der Kupplungsgriff, da ist überhaupt keine Spannung auf dem Zug. Und der geht quasi, Moment, oh, wo treten die Kamera jetzt hin? Der geht hier auf den gleichen Hebel wie der Fahrhebel oben. Nur, wenn er mal hier guckt, da ist eine Schraube oben und eine Schraube unten. Hier bei dem ist nur eine Schraube unten und ja, das ist überhaupt nicht gespannt hier. Das ist total locker. Hier fehlt auch eine Mutter und warte mal, dass ihr das auch seht hier. Hier fehlt auch eine Kontermutter und hier fehlt auch eine Mutter. Da muss noch eine oben drüber, wie hier. Und das werden wir jetzt mal zuerst machen. Und dann werden wir mal schauen, dieser Hebel hier, der da. Warte mal, eieiei, was macht dann mein Gimbal hier? Sorry. Irgendwie
dreht er hier komplett am Radgrat. dieser Hebel ist dafür da, um die Zapfwelle einzuschalten. Und wenn dieser Hebel nach vorne gedrückt ist, dann schiebt sich quasi in diesem Ding eine Hülse vor, und die Hülse ist innen drin das Gegenstück von der Zapfwelle hier am Mulcher, oder da sieht man es auch. Ja, so sieht das aus. Und da drückt sich dann diese Hülse drüber und dann müsste das eigentlich drehen. Jetzt weiß ich nicht, lag das vielleicht an der Kupplung? Und das probieren wir jetzt aus. Wir bauen das jetzt mal ab hier und montieren das richtig, dass da auch mal Spannung drauf kommt auf den Hebel. Und dann probieren wir mal im Leerlauf, also wir bauen dann den Mulcher ab und dann unterbaue ich das hier ein bisschen und dann machen wir mal den Motor an und dann gucken wir mal im Leerlauf, ob sich das Ding dreht oder nicht. Weil als ich ausprobiert habe, kam hier irgendwo Qualm raus. Da. Und den Deckel machen wir auch mal ab und gucken mal da rein. Weil da ist der Mechanismus, um diese Hülse quasi nach vorne zu schieben. Der ist anscheinend hier drin. Weil abgeschmiert hatte ich alles, also Fett ist drin. Ja, weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie kaputt ist. Vielleicht liegt es ja auch schon an dem Hebel. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt, ich ziehe das Ding hier mal raus, dass wir hier ein bisschen arbeiten können. Und dann verschrauben wir das hier mal richtig. Ich habe Muttern da, das ist kein Thema, das sind 6er Muttern. Und dann bringen wir da mal Spannung auf den Schlapperhebel hier. Naja, da kauft man mal kein China-Zeug und geben sich trotzdem keine Mühe beim Zusammenbauen und bei der Qualitätssicherung. So, ich ziehe das Ding mal auseinander. Ich ziehe das Ding jetzt mal auseinander und dann unterbaue ich den und dann reparieren wir das mal. Und vielleicht liegt es ja da schon dran. Das wäre natürlich perfekt. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber wir probieren es aus. Hier sind Metallspäne drin, ne? Also das hat hier irgendwo, sehe ich jetzt gerade erst, arme Metallspäne. Das hat hier wahrscheinlich hier vorne, Moment, ich muss mal gucken, wo ich meine Anne April habe. Hab ich gar nicht dabei. Ja, Fakt ist, dass da Metallspäne drin sind und das ist nicht gut. Das sehe ich jetzt erst. Ich hole mal gerade Lappe. Metallspäne sind nicht gut. Das hat anscheinend hat diese Kupplung nicht richtig da drüber gegriffen. Zeig euch das mal. So, ich habe die jetzt mal auseinander gemacht hier. Ich muss euch mal hier in die Hand nehmen. Ich zeige euch das jetzt mal. Mir ist aufgefallen, hier sind Metallspäne hier drin. Und Moment, ich nehme mal gerade die Lamp. Guckt mal hier rein. Da ist so eine Hülse. Die ist so gezackt wie die Zapfwelle. Und diese Hülse schiebt sich nach vorne und schiebt sich dann quasi über die
Zapfwelle und treibe die dann an. So, wenn wir jetzt, ich versuche mal gerade von hier aus, ob das geht. So, jetzt ist die Zapfwelle aktiviert. Seht ihr, jetzt hat sich die Hülse nach vorne geschoben. Jetzt habe ich nur Bedenken, dass die Hülse vielleicht nicht weit genug nach vorne geschoben wird und dass die hier geschliffen hat. Und dass deshalb da die Metallspäne, weil hier vorne, ich stelle mal gerade die Lampe her, hier sieht es auch aus und hier sind auch scharfe Kante, als hätte die nur hier vorne so ein bisschen drüber, hätte sich so ein bisschen drüber geschoben und müsste sich vielleicht weiter noch nach vorne schieben. Das Ding ging ja nicht weiter rein, weil das war ja hier eingerastet. Das heißt, das war tief genug drin. Ich würde jetzt, bevor ich die Kupplung repariere, die wir reparieren wollten, erstmal den Deckel hier abmache und gucke, ob dieser Hebel richtig da reingreift. Und dass der die Hülse vielleicht nicht weit genug nach vorne schiebt. Das machen wir jetzt mal. Warte mal, ich habe den auch noch als Ringschlüssel. Und da gucken wir da jetzt erstmal rein. Weil vielleicht ist das schon das Rätsels Lösung. Weil hier kam nämlich Qualm raus. Das letzte Mal, als ich einkuppeln wollte. Ja, gucken mal. Weil abgeschmiert habe ich alles. Da ist genug Fett drin. Deshalb weiß ich nicht, an was es liegen könnte. Aber so. Warte mal. Mal gerade mal gucken hier. Ah ja. Das scheint aber nicht weiter nach vorne zu gehen. Also es sieht jetzt nicht so aus, als könnte man das einstellen. Das schiebt sich da vorne. Oh doch. Es könnte doch sein, dass das irgendwie beide nach vorne geht. Ich hole gerade mal lange Schraubenzieher. So, jetzt kann man hier oben mal reinschauen. Und wenn ihr seht, wenn ich den Hebel noch ein bisschen hier zurückdrücke, dann drückt es das, ich weiß nicht, wann mal. Ich nehme euch mal in die Hand. Und so, wenn ich den Hebel jetzt noch ein bisschen zurückdrücke, dann drückt es das Ding auch noch ein bisschen vor. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht hier unten eingestellt kriege. Weil das kann es nämlich sein, dass es nicht ganz da drüber schiebt, diese Hülse. Ach, was ein Mist. Aber was wir jetzt zuerst machen, ist die Kupplung, dass wir auskuppeln können. Wir machen jetzt zuerst hier die Kupplung fest und dann schmeißen wir mal den Motor an und machen mal die Zapfwelle an und gucken mal, wie das da läuft da drin. Ich habe die Muttern ausgetauscht und habe das jetzt hier auch gekontert und habe das hier anständig eingeschraubt. Eine Schraube von oben und eine von unten, wie sich das gehört. Und so, die Kupplung geht jetzt. Wir starten jetzt mal und schauen mal, ob wir, wenn wir die Kupplung ziehen, ob dann die Zapfwelle anfängt zu laufen. Weil dann können wir schon mal gucken, ob die überhaupt richtig läuft.
da noch irgendeinen Schalter, der verhindert, dass wir einkuppeln können. Weil es fährt nicht ohne irgendwas dran. Ist auch komisch, oder? Was für ein Mist. Es funktioniert nicht. Ich kann machen, was ich will. Hier stimmt auch irgendwas nicht. Guck dir mal. Da zieht, wenn ich hier dran ziehe, ich den Hebel runterdrücke, dann entlastet das hier irgendwie da drin. Und da unten tut sich gar nichts. Wenn ich den anderen Hebel ziehe, tut sich was. Aber selbst wenn ich jetzt wie jetzt einen Gang eingelegt habe und habe den Motor an, müsste der normalerweise wenigstens fahren. Aber auch das macht er nicht. Ja, also ich muss ihn wohl doch einschicken. Macht alles keinen Sinn. Schöne Scheiße. Ich hätte ihn so dringend gebraucht. Aber gut, was soll man machen? Funktioniert nicht. Jetzt muss ich unten den Riesenacker mit der alten Hakorette wieder rummachen, wie letztes Jahr, als mir der andere Einachser kaputt gegangen ist. Naja, shit happens. Aber ich habe noch was, bevor wir jetzt das Video beenden, noch was Schönes für euch. Schaut mal. Die sind noch ein bisschen schreckhaft, die Kleinen. Die sind jetzt umgezogen hier in ihr größeres Quartier. Da, schaut mal. Sieht man die? Ne, ich glaube, das fokussiert hier auf die... Warte mal, ich probiere es mal von oben. So ist besser. Ja, da haben wir die. Die 41 Küken. Oh, denn ihr Wasser ist leer, muss ich gleich wieder auffüllen. Ja. Haben wir wenigstens noch etwas Schönes erlebt heute. Ja, also das Ding ist kaputt. Ich brauche eine andere Lösung. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart und mit mir den Weg repariert habt und versucht habe, den Einachser zu reparieren. Das hat leider jetzt nicht geklappt. Aber gut, ich schicke denen jetzt mal ein Video und dann sollen die mal mir erzählen, was sie davon halten, der Händler. Und vielleicht schicken sie mir eine andere Maschine. Mal abwarten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.